Dieter, was machst du da? Packst du etwa Geschenke ein? Wir haben doch jetzt unser Online-Seminar. Nein, Simon, ich packe das Geschenk aus, was wir unseren Kunden zugeschickt haben. Was du kannst Ich bekommen. habe keins bekommen. Es ist ja auch noch nicht Weihnachten, Simon. Aber in 9 Tagen, was verbirgt sich denn da drin? Ja, da sind natürlich Süßigkeiten drin und eine Rinne und eine Kette. Das erklären wir aber gleich. So, kannst du das mal nehmen? Bitte schön. Ich nehme das mal so rüber. Ja. Herzlich willkommen beim dritten Online-Seminar zum Thema Energiekette. Simon, worüber sprechen wir heute? Wir sprechen heute über lange Verfahrwege in auch sehr spannenden Umgebungen. Genau. So, weil wir Corona haben, haben wir hier wieder unser Maßband liegen. Wir sind wieder 2 Meter auseinander und haben einen klimatisierten Raum. Wir haben zusätzlich noch die Fenster aufgemacht. Deswegen bitte nicht wundern, falls es Geräusche von der Straße gibt. Und ich würde sagen, wir steigen mal sofort ein und wir schauen uns mal das erste Chart an. Langer Verfahrweg. Wann ist denn ein Verfahrweg lang? Wir haben uns mal eine Definition rausgesucht, nämlich immer dann, wenn das Obertrum nicht mehr freitragend ist und auf dem Untertrum gleitet, dann reden wir von einem langen Verfahrweg. Hier auf der linken Seite des Charts sehen wir eine Animation einer Standardanwendung. Wir gehen mal davon aus, wir haben hier einen Verfahrweg von 50 Metern. Dann sehen Sie, dass wir hier auf der Hälfte des Verfahrweges die Kette anbinden und das Obertrum fährt dann einmal über die linke Seite, fährt über den Mittelpunkt hinaus und fährt dann bis ans Ende der 100 Meter oder der 50 Meter. Wir schauen uns das mal mit der Deckenkamera an. Dazu haben Sie die beiden Rinnensysteme. Der Simon hat das schon zusammengebaut, hier in Ihrem Karton. Und was für Sie interessant ist, das hier wäre jetzt die Lösung mit einer klassischen Endeinspeisung. Wir haben hier unseren Verfahrweg, schrauben den Festpunkt am Ende an, springen hier mit den Leitungen rein und die Kette gleitet und verfährt immer auf der Kette selber. Das ist sehr schön für uns, denn Sie brauchen mehr Kette, aber Sie sehen einfach, dass hier die halbe Kette überhaupt nicht genutzt wird. Deswegen speisen wir die Kette auf der Hälfte des Verfahrweges ein. Das simuliere ich jetzt mal hier, indem wir den Verfahrweg einfach mal verlängern und brauchen aber eine Gleitschiene. Ja, denn ansonsten läuft ja das Obertrum über den Einspeisepunkt hinaus und würde dann runter in die Rinne fallen, weil so eine Gleitschiene aber für Sie wesentlich kostengünstiger ist als eine Energiekette, legen wir dann ab der Hälfte eine Gleitschiene ein, über der die Kette dann gleitet. So, wir schalten nochmal auf das Chart und Sie sehen auf der rechten Seite einen kleinen Trick, den wir machen. Wir können nämlich zum Beispiel bei einer Kranbahn, die vielleicht 100 Meter lang ist und wir zwei Krane auf dieser Kranbahn haben, können wir können wir zwei Energieketten in eine Führungsrinne reinbauen. Man nennt das Ganze gegenläufig. Ja, das heißt, wir haben hier den Kran 1 und wir haben hier den Kran 2 und jeder Kran kann separat voneinander laufen, weil die Krane sich nicht überholen können. So, schauen wir uns kurz an. Das ist nämlich ein großer Mythos, der leider Gottes immer noch in der Industrie herumgeistert. Wie lang kann denn ein Verfahrweg sein, den ich mit einer Energiekette lösen kann? So, und das ist ganz einfach zu merken, 1000 Meter. Sollten es 1100 Meter sein, rufen Sie uns an, da finden wir auch eine Lösung für. Geschwindigkeiten sind auch kein Ausschlusskriterium für eine Energiekette. Im Gegenteil, im Vergleich zu anderen Lösungen ist die Geschwindigkeit bei der Energiekette am einfachsten zu handeln. Das nächste ist die Beschleunigung. Ja, auch 50 Meter pro Sekunde Quadrat und mehr kann die Beschleunigung betragen. Bei diesen Werten bitte unbedingt mit uns sprechen. Wir machen das für Sie. So, Zusatzlast. Wir haben Energieketten, ist eine Zusatzlast von 70 Kilogramm pro Meter überhaupt kein Problem. Schauen wir uns auch gleich später an.
Dieter, gibt es bei der Auslegung einer Energiekette besonders achten muss bei einem langen Fahrweg? Ja. Es gibt mehrere Punkte, auf die wir achten müssen. Die werden wir jetzt im Folgenden zusammen erarbeiten. Einer der wesentlichsten Punkte für mich ist zum Beispiel die Höhe des Mitnehmerarmes. Wir schalten nochmal auf das Chart. Und normalerweise würden wir, wenn die Energiekette freitragend ist, würden wir die Kette anbinden. Hier mit dem Maß H, den Sie bei uns aus dem Katalog finden, wird definiert durch ein einfach 2 mal Radius. Wir haben aber festgestellt, dass es viel besser für die Energiekette ist, wenn wir das Mitnehmermaß heruntersetzen. Auf welches Maß H2 Sie Ihren Mitnehmer heruntersetzen sollen, kriegen Sie von uns in der Zeichnung mitgeteilt. Deshalb machen wir das. Der optimale Auftreffwinkel einer Energiekette, also vom Obertrum auf das Untertrum, beträgt 3 bis 5 Grad. Die Kette kommt einfach schneller ins Gleiten. Das heißt, wir reduzieren hier die freitragende Länge massiv. Dadurch haben wir natürlich viel weniger Biegemoment hier auf diesem Teil. Und wir haben hier einen weiteren Vorteil. Wenn ich hier mit 3 bis 5 Grad gegen die Energiekette drücke, kann ich den Moment, den die Kette gerne hat, nämlich nach oben zu steigen, massivst minimieren. Von daher bitte achten Sie immer auf die richtige Mitnehmerhöhe, die Sie von uns genannt bekommen. Sollten Sie aus Konstruktionsgründen diese Mitnehmerhöhe, die wir Ihnen nennen, nicht einhalten können, dann sprechen Sie uns bitte an. Simon, die Frage hiermit beantwortet? Du hast die Frage damit beantwortet. Du hattest eben davon gesprochen, dass wir eine Zusatzlast von ca. 70 Kilo pro Meter realisieren können. Ja. Kann ich das bei jeder Energiekette oder muss ich bei der Auswahl der richtigen Energiekette dann irgendwas beachten dafür? Ja, das schauen wir uns jetzt an. Dazu schalten wir mal auf das nächste Chart. Es ist wichtig bei einer Energiekette, dass man das Zusammenspiel Radius, Beschleunigung und Zusatzlast beachtet. Das machen wir für Sie, aber wir geben Ihnen einfach mal ein paar Regeln, auf was man achten sollte. Desto größer der Radius ist und desto höher die Geschwindigkeit ist, desto kleiner kann die Zusatzlast sein. Wir sehen das hier sehr schön in dem Beispiel, was wir hier mal aufgeführt haben. Bei einer Geschwindigkeit von 1 Meter pro Sekunde können wir mit dieser Beispielkette und diesem Radius von 150 mm 5 Kilogramm Zusatzlast per Meter sicher bewegen. Wird die Geschwindigkeit höher, bei gleichem Radius, reduziert sich hier auch die mögliche Zusatzlast. Von daher macht es einfach Sinn, den Radius bei der Energiekette möglichst klein zu wählen, wenn ich auf einem langen Verfahrweg bin. Das hat mit dem Biegemoment zu tun. Wie löse ich jetzt das Problem eines kleinen Radius? Ganz einfach. Ich möchte hier gerne auf unsere Leitungen verweisen. Mit unseren Chainflex-Leitungen können Sie Energieketten möglichst klein bauen. Ja, wir haben Leitungen im Programm, die können 5 mal D, teilweise auch 4 mal D. Sprechen Sie uns hier an. Wir helfen hier sehr gerne weiter. So, Simon, ich weiß, warum du lachst. Ich habe dem Simon nämlich in der Vorbereitung was erzählt. Es gibt auch eine Faustformel dafür, wie das Verhältnis Radius der Kette zu Breite der Kette sein sollte. Hier unten habe ich Ihnen die Faustformel mal aufgeschrieben. Ich habe vor 22 Jahren meine erste Energiekette verkauft. Die war 20 Meter lang, war in einem großen Einkaufszentrum unterm Dach montiert und ich habe die so schmal gemacht und den Radius so hoch, dass wir hinfahren mussten und die wieder austauschen. Also ich mache den Fehler nicht nochmal. Bitte immer Biegeradius im Verhältnis zur Kettenaußenbreite beachten. Die Kette kann sonst umkippen. Deine Fragen beantwortet, Simon. Dieter, das ist ich. Danke. Danke. So, dann würde ich sagen, wir unterhalten uns mal über Führungsrinnen. Genau. Wir haben ja unseren Kunden schon vorab, wie ich eben erfahren habe, eine Führungsrinne zugesendet. Wir haben hier auch mal ein etwas größeres Exemplar mitgebracht. Würdest du erst mit der Folie
Sport fahren oder? Ja, wir haben bei Igus ja für alles ein Baukastenprinzip. Und es gibt natürlich für die Führungsrinne auch ein Baukastenprinzip, genauso wie das bei den Energieketten ist. Wir schalten nochmal auf das Chart und sehen hier einmal die Lösung mit Gleitschiene, ja, für die eine Hälfte des Verfahrweges, und hier die Lösung ohne Gleitschiene für die andere Seite des Verfahrweges. Hier sehen wir ein Aluminiumprofil, was wir entwickelt haben, was wir in hunderten Kilometer jedes Jahr verkaufen. Es gibt zum Beispiel auch hier ein Dämpfungsprofil, was wir unter der Kette anordnen können. Das heißt, wenn die Kette sich abrollt in die Rinne rein, können wir das Ganze vom Geräusch her dämpfen. Es gibt hier wunderbare Basic-Sets, um die Rinne aufzuspannen. Und wir haben hier oben drin auch noch Kunststoffgleiter, dass, wenn die Kette in der Rinne abrollt, dass es hier zwischen, dass die Kette nicht auf dem Aluminium, also an dem Aluminium vorbeigleitet, sondern an einem optimalen Gleitpartner. Wir schalten nochmal hier auf die andere Kamera, dann können wir uns die Rinne hier nochmal ansehen. So sieht unsere Führungsrinne aus. Aus Aluminium, ist eine Standardrinne, ist standardmäßig 2 Meter lang. In diesem Fall haben wir hier die Heavy Duty Sets genommen, um die Rinne aufzuspannen. Wir wollen ja heute etwas über größere Anwendungen sprechen. Ich gebe das Ganze mal zur Seite. Da sehen Sie unseren neuen Rinnenclip, den wir haben. Man kann Leitungen an der Seite einfach noch befestigen, zum Beispiel um mit den Leitungen dann in den Festpunkt hineinzuspringen. Hier sehen Sie das Festpunktmodul, das befestigt die Kette an der Rinne. Ich kann das hier ganz leicht anschrauben und dann kann ich das wirklich wunderbar hier hin und her schieben, um das fein zu justieren. Vielleicht kann man sagen, wir haben hier eine mittige Einspeisung simuliert. Genau. Man sieht hier auch wunderbar das Spiel zwischen Gleitschiene und Anschlusselement. Das heißt, die Energiekette kann hier wunderbar über sich selber und später über die Gleitschiene gleiten. Genau. Besten Dank. Dann schalten wir nochmal auf das Chart und schauen uns mal an, mit welchen Energieketten können wir lange Verfahrwege realisieren. Das war das Schwierigste an diesem Seminar, zu überlegen, welche Serien zeigen wir Ihnen. Sie kennen unseren Katalog. Man kann mit fast allen unseren Serien lange Verfahrwege realisieren. Wir haben einfach die wichtigsten mal mitgebracht und ich glaube, die allerwichtigste ist die Serie E21, die wir auch schon in unserem ersten Seminar hier vorgestellt haben. Die ist für den mittleren Lastbereich gedacht. Da kann man durchaus Verfahrwege bis 150 Meter mit realisieren. Als nächstes haben wir die Serie E41. Das ist der Allrounder. Haben wir hier auch schon mehrfach vorgestellt. Das ist eigentlich die Standardkette auch für den langen Verfahrweg. Für schwere Anwendungen kann man bis 450 Meter Verfahrweg realisieren. Mach mal einen Haken dran. So. Wir wollen ja ein bisschen über hohe Zusatzlasten sprechen, über schlimme Umgebungen, nicht schlimme Umgebungen, sondern extreme Umgebungen. Und dafür wäre dann die Kette der Serie E4 Heavy Duty geeignet. Hier kann ich sehr hohe Zusatzlasten mit transportieren und kann hier auch Verfahrwege bis 500 Meter transportieren. Zeigen wir gleich nochmal so einen Seitenteil. So, weshalb kann man denn jetzt 1000 Meter Verfahrwege machen? Weswegen kann ich einen 200 Meter Ship-to-Shore-Kran machen, der mit einer Wahnsinnsgeschwindigkeit fährt? Warum können wir im Müllbunker unter abrasiven Bedingungen 200 Meter Weg mit 2 Kranen, die sehr schnell laufen, fahren? Das geht nur deswegen, weil wir die Energieketten schon seit vielen Jahren rollen lassen. Man sieht das hier, das hier ist eine Rolle, die wir in die Kette integrieren. Das ist jetzt die Serie E4 HD Heavy Duty, wo die Rolle eingebaut ist. Hier auf der rechten Seite ist eine sogenannte P41 Kette. Sagen wir gleich auch noch was zu. Wir tricksen halt die Gleitreibung aus und machen aus der Gleitreibung eine Rollreibung. Aber ich würde sagen, das schauen wir uns jetzt einmal an. Dazu würden wir jetzt mal einen Film abspielen. Den Film hat Simon und ich vor 2, 3 Wochen aufgenommen und
Das Ganze läuft in einem Müllbunker. Der Film dauert circa 4 Minuten. Wir kommentieren während des Films auch das, was Sie sehen. Florian, läuft der Film? Dann könntest du mir ein Zeichen geben. Wir wollen uns heute mit richtig fetten, großen Ketten beschäftigen. Und wir haben gesagt, wir nehmen mal eine Umgebung, die auch wirklich anspruchsvoll so, ist. Wir können den Film jetzt nicht sehen, deswegen ist es hier deswegen muss ich auch eine Schutzmaske tragen und einen Schutzanzug anziehen. Das sind sehr widrige Umstände und wir zeigen Ihnen mal hier, wie unsere Ketten mit diesen Umständen zurechtkommen. Und deswegen schauen wir uns jetzt hier oben auf der sogenannten Katze, auf der Krankatze einmal an, wie die Kette aussieht. Dieser Kran wurde vorher mit einem sogenannten Festoon-System betrieben. Wir haben vor einigen Jahren das Ganze auf Energiekette umgebaut. Wir sind dann hingegangen und haben hier die Führungsrinne installiert und die Konsolen. Wir haben das Ganze so konzipiert, dass man schön in Arbeitshöhe die Kette auch kontrollieren kann. Was man hier sieht, ist die doppelte Zugentlastung, die wir eingebaut haben. Und wir sehen eine Spezialkette, die hier zum Einsatz kommt. Nämlich unsere sogenannte 5050er HD. HD steht in diesem Fall für Heavy Duty. Wenn wir uns jetzt hier mal die Seitenlaschen ansehen, dann sehen Sie, dass die sehr dick sind. Das heißt, wir verbauen viel Material. Und Sie sehen hier, dass wir so eine Art Feder-Nut-Verbindung haben. Hier greift ein Kettenglied in das zweite Kettenglied hinein. Dadurch wird die Kette sehr verbindungssteif. Hier an dem Steg sehen Sie, dass wir eine wunderbare Innenaufteilung gemacht haben und hier die einzelnen Leitungen voneinander separieren. Dieser ganze Dreck und Schmutz macht der Kette nichts. Die Rinne ist in dem Fall so ausgeführt, dass Schmutz und Dreck nach unten runterfällt. Das heißt, durch die Vibrationen, die wir am Kran haben, wird der ganze Dreck automatisch unten nach unten abgeführt und fällt heraus. Was wir hier sehen, ist eine Verschleißzulage. Das heißt, wir haben hier auf das Kettenglied Material aufgetragen, also im Vorfeld schon im Spritzprozess, so dass wir mehr Material haben, um dieser Umgebung hier Rechnung zu tragen. Denn man hat natürlich etwas mehr Verschleiß in dieser Umgebung. Gleich erkläre ich Ihnen, wie wir zum Beispiel bei der Kranfahrt diese Gleitreibung, die wir haben, wie wir die ein bisschen austricksen und aus der Gleitreibung eine Rollreibung machen. Wir gehen nämlich dann hin und bauen in die Ketten sogenannte, also in die Kettenglieder sogenannte Rollenkettenglieder ein. Aber das zeige ich Ihnen gleich, wenn wir uns die Längsfahrt ansehen. Das ist zum Beispiel nach. Andere wechseln einmal Monat oder einmal die Woche. So, jetzt schauen wir uns hier mal die Rollenkette an, die wir in der Längsfahrt verbaut haben. Sie haben schon gemerkt, ich habe jetzt gesagt Rollenkette. Wir tricksen die Gleitreibung aus. Man hat bei einer normalen Energiekette auf dem langen Verfahrweg eine sogenannte Gleitreibung. Sie können sich vorstellen, bei der Umgebung, die wir hier haben, haben wir enormen Abrieb zwischen den Ketten. Und deswegen machen wir aus der Gleitreibung eine Rollreibung. Wie machen wir das? Das kann man hier sehr schön sehen. Wir bauen in regelmäßigen Abständen sogenannte Rollenketten wieder ein. Sie sehen hier die Rolle, wie die sich wunderbar dreht. In der Rolle drin ist ein gekapseltes Edelstahlkugellager. Diese Rolle steht ungefähr 2 bis 3 mm aus der Gleitfläche der Kette hinaus, so dass wir keine Gleitreibung haben, sondern eine Rollreibung. Weiterhin ist es die gleiche Kette, die wir auch auf der Katze verwenden. Das heißt, wir haben hier auch wieder die Verschleißzulage, denn die Kette kommt mit der Zeit, gleitet sie etwas, rollt aber den größten Teil. Deswegen haben wir hier auch die Verschleißzulagen, die man hier unten sieht. Und wir haben hier wieder die Feder-Nut-Verbindung, die wir schon erklärt haben. Hier sieht man wieder die Innenaufteilung, auch hier
legen wir maximal 2-3 Leitungen in ein Fach rein, um hier zu gewährleisten, dass die Leitungen möglichst lange halten. So, was wir hier sehen, ist die Führungsrinne, die wir installiert haben. Und wir sehen hier den sogenannten schwimmenden Mitnehmer. Mit dem schwimmenden Mitnehmer gleichen wir Höhen- und Seitentoleranzen aus. Das schauen wir uns aber im Nachhinein nochmal auf der Zeichnung an. Dann sehen Sie hier ein Kabel, was von dem schwimmenden Mitnehmer weggeht. Das ist für unsere Zugschubkopfüberwachung. Hierzu werden wir noch gleich im Folgenden nochmal etwas einblenden. So, wir haben in dem Video auch unsere Überwachung gezeigt, wie wir Ketten intelligent machen, wie wir Ketten smart machen. Bei uns heißt das Ganze Smart Plastics. Und wir haben Ihnen hier mal 3 Beispiele mitgebracht, die Sie hier auf dem Chart sehen. Wir unterscheiden einmal in der sogenannten Zustandsüberwachung von gleitenden Anwendungen. Auf der linken Seite hier sehen Sie die Lösung, die wir zum Beispiel auch in dieser Müllverbrennung eingebaut haben, nämlich die Lösung ECP. Das heißt, wir messen hier einfach am Mitnehmer die Zugschubkräfte, die wir haben, und sagen der Steuerung, wenn wir mit mehr als zum Beispiel 1700 Newton an der Kette ziehen, ist was nicht in Ordnung, dann bitte schalte die Kette ab. Sende eine E-Mail an den Instandhalter oder lass eine rote Lampe leuchten, was auch immer. Die nächste Möglichkeit, die wir zum Beispiel haben, ist die Möglichkeit ECB. Das heißt, wir gehen hier hin und messen einfach den Zustand der Kette und können somit detektieren, wenn aus welchem Grund auch immer ein Kettenglied bricht. In der Regel ist das so, bevor eine Kette komplett bricht, weil ein Störkörper in der Rinne lag oder weil jemand auf die Kette mit dem Stapler draufgefahren ist, was auch immer. In der Regel bricht halt ein Seitenteil. Und das können wir detektieren mit dieser Möglichkeit und stellen dann sofort fest, dass was mit der Kette nicht in Ordnung ist.
Die nächste Möglichkeit, die wir haben, ist die sogenannte vorausschauende Wartung bei langen Verfahrwegen und unter extremen Bedingungen. Das heißt, wir überwachen den Lebenszyklus einer Kette. Wir messen hier zum Beispiel bei einer Energiekette, die rollt, messen wir zum Beispiel die in die Rolle rein und können somit auch das Wartungsmanagement besser gestalten, weil wir ja sehen, wie der Zustand der Kette ist. Es gibt hier ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Hierzu gibt es bei uns eine eigene Business Unit. Der Richard Habering ist hier der Kopf von und ist auch für die Entwicklung verantwortlich. Ich stelle gerne den Kontakt zu diesem Kollegen her. So, wir haben jetzt schon einen Film gesehen und wir haben noch einen Film gedreht. Den werden wir Ihnen jetzt zeigen. Der ist ein gutes Stück kürzer, ist eine ähnliche, nein, nicht eine ähnliche Umgebung, ist eine ganz andere Umgebung. Es ist nämlich eine Kompostanlage. Florian, spielst du den Film bitte ab? So, wir sind jetzt in der Rotterhalle einer Kompostierung. Der Simon ist gerade an der Kamera. Wir werden jetzt hochgehen und werden uns die sogenannte Katzkette ansehen, die hier an diesem Verteilwagen installiert ist. So, und hier, wie versprochen, die nächste große Kette, die ist nämlich hier rechts unten angebracht. Wir haben hier verbaut eine Energiekette aus dem Bereich 5050 RHD. Jetzt ist die Frage, wofür steht das R? Das R steht für diese Rolle hier, die ich hier drehen kann. In dieser Rolle drin ist ein Edelstahlkugellager und wir können hier mit der Kette die Gleitreibung gänzlich ausschalten, weil wir hier Rollreibung haben. Diese Kette ist extra für uns sauber gemacht worden. Normalerweise sieht die Kette wesentlich schlimmer aus hier in der Rotterhalle. Durch den Wender, der hier rechts angebracht ist, werden Teile auf die Kette drauf geschleudert. Das macht der Kette in diesem Fall aber überhaupt nichts aus. Wir schauen uns jetzt nochmal das Rinnensystem an. Als Rinnensystem ist hier verbaut worden unsere Standard-Aluminium-Führungsrinne aus Aluminium. Wir haben die Rinne aufgespannt mit unseren sogenannten HD, also Heavy-Duty-Spannsets. Mit diesen Spannsets wird die Rinne ungefähr mit 2-3 mm Spiel zu der Kette installiert. In der folgenden Einblendung sehen Sie die Belegung und die einzelnen Zusatzlasten, die wir mit der Kette bewegen. So, wir schauen uns mal die Mitnehmerkonstruktion an. Wir gehen hier unten mit der Kette an den Mitnehmer dran. Der Mitnehmer ist mit Stahlanschlusselementen, nein, die Kette ist mit Stahlanschlusselementen an den Mitnehmer befestigt. Hinter der Befestigung der Kette ist die Zugentlastung und mit der Zugentlastung werden die Schläuche und Elektroleitungen zugentlastet. So, als nächstes zeigen wir die Kette und den Festpunkt, also den Mitnehmer, nein, nicht den Festpunkt, sondern den Mitnehmer der Längsfahrt. Dazu müssen wir einmal ganz hoch und ich kletter mal vor. Dieter, wo sind wir denn gerade? So, wir sind jetzt hier am Ende der Halle, an der Längsfahrt und wir schauen uns mal den Mitnehmerarm an. Das hier ist jetzt der Festpunkt. Simon, siehst du den? Ja, also man kann ihn, glaube ich, so ein bisschen unter dem ganzen Staub erkennen. Ja, das ist halt die normale Umgebung in einer Rotterhalle, in der unsere Energieketten funktionieren. Wenn du mal ein bisschen weiter schwenkst, siehst du den zweiten Mitnehmerarm. Da vorne haben wir den gerade gesehen. So.
Jetzt wird es Zeit, dass wir uns das Prinzip der Rollenkette einmal genauer ansehen. Dazu haben wir hier dieses Chart und wir haben eben schon gehört, dass wir die Gleitreibung austricksen, aus der Gleitreibung Rollreibung machen. Und hier haben wir das mal sehr schön gezeigt. B ist in dem Fall die Kette, die gleitet und A ist die Kette, die rollt. Und hier sehen wir die Kraft, mit der wir an der Kette ziehen müssen. Und wir sehen hier, dass wir unter 25% an der Rollenkette ziehen müssen, um sie zu bewegen. Das heißt, wir sparen hier massiv auch ein, an Energie sparen wir ein. Ja, jetzt sagen Sie sich vielleicht, das ist mir wurscht. Also wir verbrauchen sowieso so viel Energie. Das ist in dem Fall egal, weil ich so starke Antriebe habe. Aber die Kette läuft natürlich wesentlich ruhiger an. Ja, wenn das ein Kran ist, der knallt nicht in die Spurkranzrollen rein. Die Rinne ist wesentlich weniger Vibration auf der Rinne und natürlich auch auf ihren Mitnehmerarmen. So, es ist Zeit, dass wir uns mal ein Kettenlied ansehen. Dazu schalten wir bitte auf die Deckenkamera. Und wir sehen hier ein Kettenlied. In diesem Kettenlied gibt es eine Aussparung und hier kommt jetzt dieses gekapselte Edelstahlkugellager drauf. Wir haben dann hier noch eine Scheibe, die drauf montiert wird mit den dazugehörigen Schrauben. Das Ganze wird auch eingefettet und wir erreichen hiermit massiv hohe Standzeiten. Hier sehen wir nochmal die Verschleißzulage, die wir eben in dem Film schon erklärt haben. Das ist das Rollenkettenprinzip unserer Heavy-Duty-Ausführung. Das ist die Schwerlastausführung. Es gibt auch wesentlich kleinere und auch noch größere Rollenketten für Sie. Okay, wir schalten wieder auf das Chart und schauen uns einmal die Evolutionsstufen der Rollenkette an. Denn die Rollenkette ist nicht neu. Die erste Rollenkette haben wir eingeführt 1999. Da sind wir nämlich einfach hingegangen, ganz hemdsärmlich, und haben diese Rolle einfach hier von der Seite auf einer Standardenergiekette aufgeschraubt und haben die dann rollen lassen. Ich bin im Sommer bei einem Kunden gewesen, der hat in der Tat seit 17 Jahren eine solche Rollenkette im Einsatz und jetzt nach 17 Jahren ist ein Kettenlied gebrochen. Der Kunde wusste nicht, ob vielleicht ein Fremdkörper irgendwas in der Rinne drin lag und ich habe dann gefragt, wie oft er die Kette gewartet hat und er hat sie in den 17 Jahren keinmal gewartet. Also ich glaube, das spricht nur für unsere Ketten. So, 2004 gab es dann die nächste Evolutionsstufe. Da haben wir nämlich den kleinen Bruder der 50-50er Rollenkette entwickelt, die wir eben in dem Film gesehen haben, nämlich die 40-40 RHD. Und hier würde ich mal sagen, hat dann die Rollenkette angefangen, wirklich auf der ganzen Welt in den Einsatz zu kommen. Wir haben zig, zehntausende Krane und lange Verfahrwege mit Rollen auf der ganzen Welt ausgerüstet. So in 2008 haben wir eine neue Kette konzipiert, nämlich die P4-Rollenkette. Die Verfahrwege werden immer länger und vor allen Dingen immer schneller. Die Taktzahlen werden immer schneller und deswegen haben wir die P4-Rollenkette entwickelt. Hier ist die Rolle etwas anders aufgebaut, die Rolle ist profiliert. Das wäre jetzt wieder ein riesen Themenkomplex, den wir behandeln können, deswegen für Sie nur am Rande. So, und in 2018 haben wir dann die Evolution der P4 herausgebracht, nämlich die P4.1, in die wir dann über unsere Smart Plastics Komponenten hineinmessen können und hier für Sie viele Daten auch im Hinblick auf Industrie 4.0 zur Verfügung stellen können. Dieter, wir haben jetzt die ganze Zeit über die verschiedenen Arten von unseren Energieketten für lange Verfahrwege gesprochen. Ich würde am liebsten mit ihm über den Dauerbrenner von unseren Seminaren sprechen, nämlich der Befüllung. Muss ich bei einem langen Verfahrweg auch was bei der Befüllung der Energiekette beachten? Ja, das schauen wir uns im Folgenden an. Wir haben viel über
die Innenaufteilung gesprochen, welche Möglichkeiten es gibt. Wir sind nochmal auf dem Chart drauf. Vielleicht können wir es bei dem langen Verfallweg einfach auf den Punkt bringen. Am schönsten ist es natürlich, wenn wir jede Leitung, jeden Schlauch einzeln in eine Kette hineinlegen. Hier in diesem Fall haben wir es so gemacht. Wir haben hier zum Beispiel immer maximal zwei Leitungen übereinander gelegt, dazwischen einen Trennsteg, und das ist quasi eine schöne Bilderbuch-Innenaufteilung. So sieht das Ganze in Natura aus. Wir sind hier hingegangen und haben uns für eine doppelte Zugentlastung entschieden mit unseren CFX-Schellen. Ich empfehle unbedingt bei langen Wegen unsere CFX-Schellen einzusetzen, weil wir hier mit dem Konstruktionsprinzip die Leitungen möglichst schonen. Und in dem Fall, wie eben schon erwähnt, haben wir hier eine doppelte Zugentlastung angebracht. Wir haben es in dem ersten Video auch schon gesehen, dass wir teilweise auch mit einem sogenannten schwimmenden Mitnehmer arbeiten. Hier oben in diesem Schnitt sehen Sie nochmal einen schwimmenden Mitnehmer. Der Mitnehmer kann Bewegungen austolerieren, die horizontal sind und auch vertikal. Und deswegen läuft der Mitnehmer hier mit einer Rolle durch die Rinne durch. Ja, läuft hier durch und kann somit, wenn ich einen 100 Meter Weg habe oder 120, 150, 200 Meter Weg habe, kann ich hier die Toleranzen, die ich vielleicht nicht ganz einhalten kann, ausgleichen. So, wir haben gesagt, wir möchten auch über die sechs wichtigsten Parameter sprechen, die ich für eine Projektierung brauche. An dieser Stelle ist es mir ganz wichtig, einfach Sie darauf hinzuweisen, dass wir Sie natürlich mit der Auslegung einer Energiekette niemals alleine lassen. Also wir haben in Deutschland 50 Kollegen im Außendienst, nur für den Bereich Energiekette. Ein Anruf genügt, die Kollegen kommen zu Ihnen und übernehmen für Sie die Auslegung oder zeigen Ihnen, worauf wir achten können oder sollten. So, wir haben auch eine große Engineering-Abteilung, die diese ganzen Projekte zeichnet. Sonderkonstruktionen macht, spezielle Mitnehmerkonstruktionen macht, bis hin zur Montage, zur Abnahme schlüsselfertiger Anlagen. Auch hier stelle ich gerne den Kontakt her. So, was sind jetzt die wichtigsten Parameter für Ihre Projektierung? Das Allerwichtigste natürlich, wir müssen immer wissen, welche Art der Anwendung ist das? Das nächste wäre die Umgebung. Ist es Indoor, Outdoor? Was habe ich für ein Technoklima zu erwarten? Dann natürlich ganz klar, wie lang ist der Verfahrweg? Dann brauchen wir Geschwindigkeit und Beschleunigung und die Befüllung. Befüllung dieser Zusatzlast. Wir haben zwei Begrifflichkeiten. Wir reden von den Leitungen und Schläuchen in der Kette entweder in der Form von Befüllung oder in Form von Zusatzlast. Verzeihen Sie uns, dass wir hier immer mit zwei Begriffen arbeiten. Und was natürlich wichtig ist, sind die Taktzahlen. Wir haben bei uns im Chat schon einige Fragen von Ihnen bekommen. Wenn Sie Fragen im Kopf haben, bitte in den Chat schreiben, die beantworten wir hiernach. So, wie machen wir weiter, Simon? Wir haben jetzt über spezielle Projekte gesprochen, beziehungsweise die wichtigsten Parameter, die wir von Ihnen benötigen. Aber gibt es denn auch eine Baukastenlösung für unsere Kunden, die wir denen an die Hand geben können? Ja. So, wie das bei EGOS ist, gibt es auch hierfür eine Baukastenlösung. Wir schalten nochmal auf das Chart. Und wir haben gesagt, es ist einfach sinnvoll, wenn wir für die Standardverfahrwege einfach ein Online-Tool machen, einfach eine fertige Baugruppe, die Sie mit einem Klick kaufen können. Und wenn Sie auf unsere Homepage gehen, gibt es verschiedene Pakete. Das ist zum Beispiel das Paket Energiekette, Führungsrinne, Zugentlastung, Aufbahnleitung für Verfahrwege zwischen 8 und 24 Meter. Das heißt, Sie gehen hier einfach hin und wählen hier über dieses Dropdown-Menü Ihren Verfahrweg aus, wählen Ihre Kettenbreite aus, die Sie gerne hätten, und Ihren Biegeradius, und dann kriegen Sie hier oben eine einzige Artikelnummer und Sie kriegen hier sofort den fertigen Preis ausgeworfen, und wenn Sie möchten, können Sie das auch online bestellen und es kommt als fertiges Paket zu Ihnen. Wir sind jetzt gerade schon auf unserer Website
Ganz wichtig ist uns auch nochmal auf die Garantie anzusprechen. Es gibt natürlich nicht nur auf unsere Chainflex-Leitung eine Garantie von 36 Monaten, sondern auch auf unsere Energieketten. Deswegen hier bitte nochmal, nutzen Sie unseren Lebensdauerrechner. Dieser Lebensdauerrechner, den finden Sie im Internet, der ist nicht nur sinnvoll, wenn Sie gleitende Anwendungen haben, auch wenn Sie freitragende Anwendungen haben, stehende Anwendungen, hängende Anwendungen. Und Sie haben Ihre Kette konfiguriert, rechnen Sie sich aus, wie lange hält die Kette. So, dann kriegen Sie hier unten, wenn Sie die Parameter eingeben, kriegen Sie hier eine Aussage, wie viel 1000 Zyklen Ihre Kette hält. Wenn Sie sagen, das stimmt mit der Lebensdauer der Maschine nicht überein, rufen Sie uns einfach an und wir sagen Ihnen, was Sie tun können, damit das Ganze länger hält. Sie tragen hier in den Lebensdauerrechner einfach Ihre Daten ein, den Namen der Maschine, Ihren Namen, Namen der Firma und bekommen dann innerhalb von ein paar Minuten ein fertiges Zertifikat zugesendet. Online-Tools wird im Leben immer wichtiger. Man kann mittlerweile mit Online-Tools ganz, ganz viel berechnen und wir bauen den Bereich unserer Online-Tools immer weiter aus. Ich möchte hier oder wir möchten hier gerne nochmal Werbung machen für unseren neuen Energieketten-Experten, den wir jetzt freigeschaltet haben. Mit diesem Experten können Sie Verfahrwege bis 100 Meter auslegen. Sie fangen einfach an und geben an, einfach an, wie viele Leitungen Sie haben, wie viele Schläuche Sie haben und Sie werden durchgeleitet und können sich das so fertig auslegen, dass Sie nachher eine Stückliste kriegen. Sie kriegen Zeichnungen. Das ist wirklich einzigartig auf dem Weltmarkt zu diesem Thema. Nutzen Sie das gerne und nutzen Sie uns und unsere Manpower, um Sie zu unterstützen. So, wir sind jetzt schon am Ende unseres Seminars. Haben wir was vergessen, Simon? Eine persönliche Frage von mir. Ja, bitte. Wann nehme ich denn eine Räumkette und wann nehme ich eine Standardenergiekette? Gibt es da irgendwie eine pauschale Aussage? Nein, also man kann dazu keine pauschale Aussage machen. Es kann sein, dass ich einen Verfahrweg habe von 120 Metern und ich nehme keine Rollenkette, weil die Anlage läuft sehr langsam. Die läuft vielleicht nur 5-mal am Tag, dann brauche ich zum Beispiel keine Rollenkette. Wenn ich aber eine Anlage habe, die 40 Meter lang ist, die mit einer hohen Geschwindigkeit und hohen Taktzahlen läuft, ist es sinnvoll, eine Rollenkette einzusetzen. Das können wir über unseren Lebensdauerrechner ganz einfach ermitteln, beziehungsweise wir haben natürlich auch sehr viele Erfahrungswerte. Generell kann man sagen, dass die Rollenkette von der Standzeit her immer beim Faktor 3 oder 4 ist. Haben wir denn Fragen aus dem Teilnehmerkreis? Der Florian ist heute wieder für uns an der Technik und der Peter Wirth, unser Digitalmarketer, ist auch da. Peter, gibt es schon Fragen? Ja, wir haben zwei Fragen. Die erste ist, was ist eine Zusatzlast und woher kommt die Zusatzlast? Ja, das ist das, was ich eben schon erklärt habe. Die Zusatzlast der Energiekette ist immer das, was in die Kette reinkommt. Das können natürlich Leitungen sein, das können aber auch Schläuche sein. Ganz wichtig hier, wenn Sie Medienschläuche einlegen und Sie führen da Hydraulikflüssigkeit drin oder Wasser drin, berechnen Sie bitte dann auch das Gewicht des Mediums, was Sie führen. Haben wir noch eine Frage? Die zweite Frage ist, kann die Kette über Kopf montiert werden? Ja, das ist überhaupt gar kein Problem. Ist auch so eine Philosophiefrage. Wir haben viele Kunden, die sagen, ich möchte die Kette gerne oberhalb einer Gangway zum Beispiel montieren, dass keiner irgendwie in die Kette hineinfassen kann, dass da nichts reinfallen kann. Ja. Wir haben aber auch viele Kunden, die sagen, nein, ich habe die Kette lieber in Augenhöhe montiert, in Arbeitshöhe, wie wir das in den Videos gesehen haben, damit ich halt die Kette warten kann, dass ich mir die Leitungen ansehen kann und so weiter. Das ist eine Philosophiefrage. Ich würde mal sagen, die Aufteilung ist hier draußen im Feld 50-50. Haben wir sonst noch Fragen? Nein. Okay, dann möchte ich Sie gerne nochmal dazu auffordern, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie eine Anwendung haben, wo Sie Bedenken haben, die nicht funktioniert, rufen Sie uns an. Hier sind nochmal unsere Erreichbarkeiten. Wir helfen Ihnen gerne weiter, wir stellen gerne den Kontakt her und wir hoffen, dass Ihnen das Ganze gefallen hat. Sie können uns auch gerne Wünsche für andere Themen schicken.
Wir wollen im Januar, Februar mit dem nächsten Online-Seminar starten. Von meiner Stelle vielen Dank an Simon für die tatkräftige Unterstützung. Wir wünschen Ihnen ein ruhiges Weihnachtsfest, Gesundheit und einen guten Sprung in das hoffentlich entspanntere Jahr 2021. Vielen Dank. Bis nächstes Jahr. Tschüss.